Ja, erstmal hier ein Grab. Das ist ja schon sehr aufheiternd. Aber da hinten wollen wir hin. Deswegen. Quatsch, der Wegpunkt war hier oben. Obwohl, wir wollen erstmal zu den Waffenschiebern. Die ich nie finde. Waffenschieber da. Ja, erstmal ein bisschen was einkaufen. Munition für den Flammenwerfer vielleicht, wenn sie welche haben. Ansonsten, nee, Munition für die Panzerbüchse brauchen wir nicht. Willkommen, Sir oder Madam. Möchten Sie etwas kaufen? Ja, zeig mal her. So, wir wollen jetzt erstmal was verkaufen. Oh Gott. Was sind denn das für Guacamoles? Sie geben mir 1400 für eine 45er Pistole. Ja, die werde ich jetzt nicht verkaufen. Ein Licht im Dunkeln. Ich werde aber verkaufen. Die Kriegskeule, das Lasergewehr, Messer. Den Rösti. Die Schaufel behalten wir natürlich. Die ganzen Splitterminen, so wie die ganzen Tomahawks. Dann gehen wir in die Kleidung über. Ja, komm, den brauchen wir nicht wirklich. Hilfsmittel. Oh ja, Hilfsmittel. Hier werden wir einiges los. Datura. Oh, die heilt auch Körperteile. Das habe ich verrafft. Okay, dann behalten wir die Datura. Die wiegt ja nicht viel. Da, das Gift. Das Gift brauchen wir nicht. Aber die wiegt auch nicht viel. Behalten wir auch. Alles, was so wenig wiegt, brauchen wir jetzt echt nicht wegwerfen. Vor allem, weil es ja nochmal halbiert wird. Da will ich ein bisschen was loswerden. So viel brauchen wir davon nicht. So, sonstiges. Hier haben wir Schachteln Zigaretten. Schreckenvorderbeine. Rinden-Skorpion-Giftdrüsen. Jetzt kommen wir zu den wertvollen Sachen. Cazadore-Giftdrüsen. Aschenbecher kann weg. Das sieht schon ganz gut aus mit dem Geld, was er uns zahlen will. Jetzt ist aber der Nachteil, wir wollen ja auch noch was kaufen, beziehungsweise verkaufen. Ja, hier sowieso nichts. Kleidung. Sonstiges. Ja, ich guck mal. Haben Sie vielleicht für meine Thompson ein Upgrade? Automatische 45er Maschinenpistole ist so genial. Reduziert die Streuung. Erhöht Munitionskapazität. Ist doch genau das, was ich wollte, oder? So, Panzerbüchse. Erhöht den Zustand um 50%. Ich würde sagen, damit sind wir erstmal wieder ein bisschen ausgerüstet. Haben auch einen Großteil unserer Kronkorken erstmal wieder. Schauen Sie bald mal wieder rein. Ich würde sagen, damit bin ich erstmal zufrieden, was Ausrüstung angeht. Natürlich rüsten wir das alles noch aus. Wunderbar. Ja, das finde ich gar nicht so schlecht. Jetzt haben wir aber noch die Panzerbüchse. Da hätte ich auch gerne. Okay, ich habe Schrott gekauft, glaube ich. Ich habe Buschbüchse und nicht Panzerbüchse gekauft. Okay. Willkommen, Sir. Ich weiß nicht, wie ich aus Buschbüchse Panzerbüchse lesen konnte. Ich habe nur aufs Büchse geachtet, glaube ich. Panzer, 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 Panzer. Plasmakanone, Panzerbüchse, Spezialbolzen. Erhöht die Feuerrate. Wow, kostet aber auch eine ganze Menge. Reduziert Waffenlärm. Und da war unser Geld wieder weg. Schauen Sie bald mal wieder rein. Ich habe mir schon gedacht, dass die Upgrades für die Panzerbüchse bestimmt nicht so billig sind. Wofür habe ich jetzt wieder was gekauft? Was ich nicht brauche. Panzer, 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 Panzerbüchse. Doch, das ist für die Panzerbüchse.
Aber ich kann die Panzerbüchse nicht damit ausstatten. Bitte beantwortet mir das Rätsel. Ich will mich damit jetzt nicht beschäftigen. Keine Ahnung, wieso das nicht klappte. Ich meine, ich habe die Upgrades gekauft. Da steht diesmal wirklich Panzerbüchse. Ich habe nicht wieder Schrott gekauft. Hallo, ganze Roboters. Ja, wir wollen in unser trautes Heim und ein wenig was mitnehmen. Ich würde sagen, wir sind auch bereit für das Add-on, wo ich zuerst den Schwanz eingezogen habe, weil mir gesagt wurde, du mach das lieber nicht. Holy shit. Streife wird fortgesetzt. Das ist gut. Ja, wir wollen hier lang. Ich muss gerade kurz nachdenken, aber ja, meine Eselsbrücke sitzt immer noch. Jetzt können wir erstmal Zeug wegpacken, das ist ganz cool. Du? Ach nee, die können ja eh nicht mit, ich gehe ja eh wieder ins nächste Addon. Na gut, dann bleibst du wohl doch da. Waffen. Ja, ich habe erstmal genug von den Schusswaffen. Die möchte ich erstmal auf 100er Skill noch bringen. Die Panzerbüchse werde ich mitführen, auch nur, weil wir da genug Munition für haben. Salz in der Runde des Powerfaust weg. Siehs-Umarmung weg. 9er Eisen bleibt da. Ein Licht im Dunkeln weg. Gefügigkeitsregulator. Ja, den brauchen wir nicht. Der Effekt ist nett, aber... Naja, man muss erstmal einen kritischen Treffer erzielen. Was ganz klar wird, das Addon gibt ja am Ende noch Ausrüstung für... Ja, kritische Treffer. Also in Verbindung damit kann man wahrscheinlich einen richtig unfairen Charakter zusammenbauen, aber ist halt auch nicht mein Ding. Daniels Hut. Ich weiß nicht, ob ich die einzigartigen Rüstungen hier reinstecken sollte. Doch, der ABC-Anzug ist ja auch drin, okay. Ja, Joshua Grahams Zeug sieht alles verdammt cool aus, aber das legen wir jetzt mal auf Seite, weil... Wie soll ich sagen? Wenn das nicht noch cooler aussieht... Was steht da auf dem Kopf? Forgive Mama, okay. Wir wollen diese hier mitnehmen. Haben wir nur eine Kugel von? Ich wette, hier haben wir wahrscheinlich mehr. Echt nicht? Keine einzige? Gut, davon kann ich ein bisschen was mitnehmen. Raketen sind wie Währung. Nehmen wir mit. Besuchen nochmal das Arsenal. Das gleiche gilt für Granaten. Ich verstehe nicht. 50 MG, ich dachte eigentlich, ich hätte Munition dafür gefunden. Wo ist meine wandelnde Munitionskiste? Komm mal her. So, wandelnde Munitionskiste. Okay, das habe ich mir anders vorgestellt. Vielleicht sollte ich die mitnehmen. Ich glaube schon. Nee, das ist Luftgewehrmunition. Gut, dann wohl doch nicht. Geh ins Lucky 38. Ja, war nicht so cool. So, wie sieht es mit meinen Mikrofusionszellen aus? Die brauche ich auch, wenn wir uns damit weiter fortbewegen wollen. Haben wir mehr als genug dabei? Was ich noch machen werde, in meine Munitionskiste, nein, falsch rum, ganz viel Munition stecken, die wir nicht brauchen werden. Vielleicht sollte ich auf Munition gehen. Zack. Nee. Nee. Wir könnten die Tesla-Kanone mal flicken, nicht? Ja doch, wir flicken mal die Tesla-Kanone. Ich
Ich meine, die hat Elijah ja schon zusammengeflickt, aber wir flicken die mal. Elijahs zusammengeflickte Tesla. So. Wir haben nämlich noch genügend Reparatursätze. Ich hoffe mal, dass es reicht. Ja, komm, eins noch. Wie viel Schaden machst du jetzt? 90 mit einem Schuss. DPS 157. Ich würde mal sagen, die nehmen wir mit, weil die ist nicht allzu schwer. Dann nehmen wir auch die ganzen Elektronenakkus mit. Ja, doch, nicht die ganzen. Nee, garantiert nicht. Aber so ein paar. Dann wollen wir mal zurück. Oh Gott, mein Magen knurrt. Ich hoffe, das hört man nicht in der Aufnahme. Ja, wir haben noch die Raketen. Die packen wir mal weg. Die sind ja irgendwo besonders. Aber der Rest ist nicht so interessant. Dann packen wir auch die mal komplett weg. Brauchen wir alles nicht. Dann wollen wir nochmal zu den Waffenschiebern. Vielleicht wollen wir uns auch nochmal ein bisschen hier ausruhen. Yep. Yep. Ein wenig unser Zuhause genießen. Und zwar auf alle möglichen Wege. Was essen können wir unterwegs. Das ist jetzt nicht so sinnvoll, denke ich, jetzt noch was zu essen. Gut, dann wollen wir mal wieder ins Casino. Und von da aus weiter zu den Waffenschiebern. Vielleicht nochmal alle Händler abklappern nach Stimpex. Ich denke, das lohnt sich. Ich gehe zuerst nach Fort Bannon. Fort Gannon. Fort Mormon. Fort Mormon. Fort Mormon, ja. Ich habe mich gefunden. Oder auf jeden Fall den Namen des Ortes. Oh Gott, so weit laufen. Ja, das ist ja herrlich. Ich glaube, ich mache euch da wieder einen Minischnitt. So, hier sind wir. Da hinten sind sie am Ballern. Ich bin einfach mal durchgelaufen. Die machen da ihren Shit und wir machen unseren. Wir haben Sachen, die man nicht mehr verkaufen darf, Leute. Nur bei McAnwalls. Nur bei McAnwalls. Ich verkaufe meine Seele. Nur bei McAnwalls. Ah, wollen wir da reingehen? Ja, das gute alte Mormon Fort. Ja, was ich hier will, hoffe, dass sie noch Stimpex hat. Emily meinte, sie arbeiten mit ihr daran, das Lucky 38 zu verwanzen. Falls das klappt, können diese Daten extrem wertvoll für unsere Forschung sein. Ja, ein paar medizinische Vorräte. Nee, andersrum. Ich will die. Hier unser Angebot. Stimpex, 8 Stück. Sind nicht viele, aber immerhin. Also als Tauschware biete ich dir einen Haufen Raketen an. Sowie einen Haufen Granaten. Jetzt muss ich nicht mal mehr zu den Gunrunners. Super. Gut. War jetzt nicht so viel an Ausrüstung, was wir da rausholen konnten, aber es war Ausrüstung. Ich würde sagen, wir gehen nochmal nach Cliff Briscoe und der Name ist mir sofort eingefallen. Was ich sehr cool finde. Euch gefällt Fallout New Vegas oder andere meiner Videoreihen? Dann würde ich euch darum bitten, die Videos euren Freunden zu empfehlen, um mich ein wenig zu unterstützen. Ich wünsche euch viel Spaß weiterhin bei kommenden Videos und würde sagen, bis zur nächsten Folge.